sehr geehrt, dass wir die Special Olympics World Games in Berlin beheimaten dürfen und sozusagen Gastgeber sind. Das ist eine große Ehre für uns alle, für die Bundesrepublik Deutschland. Und wenn man bedenkt, dass wir über 7000 Athletinnen und Athleten haben, 3000 Trainerinnen und Betreuer und 6000 Familienmitglieder aus 180 Nationen, dann muss man einfach sagen, es ist das größte Sportereignis seit den letzten Olympischen Spielen, seit 50 Jahren. Und deswegen ist es auch so etwas Besonderes. Aber Sie haben mich ja nach der Bedeutung darüber hinaus gefragt. Sport ist schon immer der gesellschaftliche Motor und Vorbild gewesen und das ist es auch. Ich erhoffe mir von den Special Olympics World Games, dass es Vorbild ist für die ganze Gesellschaft, dass wir eine inklusivere Gesellschaft dadurch auch bekommen, dass von den Spielen, von den Tandem-Volunteers, die wir haben, also dass Menschen mit und ohne geistige Beeinträchtigung zusammenarbeiten, zusammen diese wertvolle ehrenamtliche Arbeit leisten, erhoffe ich mir, dass davon ganz viel auf die Gesellschaft in Deutschland überspringt. Also dieses Prinzip mit den Host Towns in 200 Städten und Gemeinden in Deutschland ist großartig. Ich habe mir einige davon angeschaut. Ich war am Dienstagmorgen in Wetzlar, habe mich dort mit einer Delegation aus Costa Rica getroffen und habe gesehen, was dort der Sport für eine Kraft und Integrationsleistung zusammen hat. Dort waren Schulen, Kindertagesstätten, Sportvereine, die alle gemeinsam ein großes Sportfest gefeiert haben und das erwünsche und erhoffe ich mir dann auch, dass das in den Schulen, Kindertagesstätten weitergetragen wird, in der Mitte unserer Gesellschaft auch tatsächlich ankommt. Da haben wir noch Nachholbedarf, deswegen habe ich so hohe Erwartungen, dass die Special Olympics das auch mit ein Stück weit anschieben können und große Erfolge zeitigen und dass viel davon von diesem Spirit, von diesem tollen Miteinander dann auch in Deutschland erhalten bleiben kann. Das ist mein Wunsch und ich habe letzten Sonntag die namibische Mannschaft getroffen in Pfungstadt und ich war sehr gerührt, als wir vorgestern Abend die Fackelläufer entgegennehmen durften. Das war ein ganz tolles Ereignis. Dafür bedanke ich mich auch nochmal ganz herzlich bei Christiane Krajewski, die das mit uns gemacht hat, mit der Innensenatorin in Berlin. Und wenn man sieht, wie dort zusammengearbeitet wird, auch mit der Polizei international, die Athletinnen und Athleten begleitet haben. Ich fand das sehr rührend und sehr bedeutend. Ich bin wirklich sehr begeistert. Ich freue mich riesig auf morgen Abend auf die Eröffnung. Wunderbar, ich freue mich auch rein. Meine Damen würde ich natürlich gerne aufnehmen. Natürlich. Die Athletinnen und Athleten auch anfeuern. Darum geht es ja nächste Woche und worauf ich mich auch sehr freue. Ich habe einen der Volunteer-Dienste übernommen. Ich darf abends bei einer der Disco-Veranstaltungen dabei sein. Darauf freue ich mich ganz besonders. Vielen Dank, Frau Fäder. Wenn Sie möchten. Wir haben uns in der Tat sehr intensiv auf diesen Tag vorbereitet und wir können heute sagen, wir haben es richtig gemacht. Nämlich, wir haben von Anfang an, von der ersten Stunde an, die Athletinnen und Athleten als gleichberechtigte Partnerinnen in diesen Prozess eingebunden. Sie sind in hohem Maße die Gestalter dieser Spiele. Sie haben uns beim Logo beraten, sie haben uns bei dem Motto beraten. Überall waren sie aktiv dabei. Heute Morgen hatten wir gemeinsam den Athlete Leader Kongress. Also, wir können sagen, sie stehen im Mittelpunkt und das ist richtig so. Der zweite Punkt, wir haben von Anfang an daran gedacht, die Nachhaltigkeit dieser Spiele in den Mittelpunkt zu rücken. Es soll nicht vorbei sein mit der Abschlussfeier am Brandenburger Tor, sondern das ist der Beginn der weiteren Wegstrecke, die uns dann in die nächste Etappe führt. Und wenn ich sage, wir haben es richtig gemacht, dann will ich noch mal drei Punkte nennen, die für uns auch als Verband über die eigentlichen Weltspiele hinaus von großer Bedeutung sind. Erstens, es war die Chance für unsere Landesverbände, sich nachhaltig zu entwickeln. Überall in Deutschland sind neue Netzwerke entstanden und diese Netzwerke werden wir konsequent nutzen. Zweiter Punkt, das Host Town Programm, was schon angesprochen wurde von Frau Faeser und was ja ein elementarer Bestandteil der Special Olympics World Games ist, ist bei uns besonders intensiv ausgebaut worden, von Greifswald bis Konstanz, von Bremen bis Garmisch-Partenkirchen. Überall haben sich inklusive Städte
bereit erklärt, um nicht nur für 4 Tage, sondern auch darüber hinaus nachhaltig den Sport in Deutschland für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung weiterzuentwickeln. Und dritter Punkt, bezogen auf die Sportgroßveranstaltungen. Tim Schreiber hat gerade zu Recht gesagt, hier ist Olympics, hier ist der Spirit von Olympics. Hier wird Olympics im besten Sinne des Wortes gelebt. Aber wir können auch für andere Sportgroßveranstaltungen in der Zukunft Wegmarken setzen. Wegmarken im Bereich soziale Nachhaltigkeit, im Bereich Barrierefreiheit, im Bereich Bildung von Medienallianzen, im Bereich inklusiven Ehrenamts. All das sind Tandembildungen im Ehrenamt, all das sind Wegmarken auch für andere Sportgroßveranstaltungen, wo andere von uns lernen können. Zusammengefasst, ja, auf die Frage bezogen, es werden Ihnen nach den Weltspielen viele Revolutionäre aus der ganzen Welt folgen. Ja, wissen Sie, ich glaube erstmal ist es nicht so gut, dass es nicht noch besser wird. Aber wenn ich so manche Sportanlagen mir angucke, wenn wir jetzt nochmal über Sport reden, manche Sportanlagen mir anschaue, Sporthallen, dann haben wir da auch noch Luft nach oben. Und ich freue mich wahnsinnig auf die Revolutionäre, die hier nochmal wirklich einen Schwung nach oben bringen. Ich bin mir da ganz sicher. Wir haben als Landesregierung hier in Berlin uns auch da eine Menge vorgenommen. Wir wollen den ganzen Sportpark inklusive umbauen, vieles, vieles mehr auch in den Bezirken machen. Und ich sage Ihnen, was mir wichtig ist, auch im Zuge dieser Spiele, ich habe jetzt schon einige Sportlerinnen und Sportler gesehen, die sich schon in unserer Stadt aufhalten. Was mir wichtig ist, dass wir noch mehr Nachwuchs gewinnen, auch in den nächsten Jahren. Dass wir auch für die nächsten Spiele gutes Personal haben, gute Sportlerinnen und Sportler, die sich einbringen. Und ich glaube, hier nochmal die Angebote zu erhöhen in den Sportvereinen, in den Einrichtungen und damit diesen Spielen hier auch nochmal Werbung zu machen, glaube ich, wäre eine ganz wichtige Sache. Aber vielleicht darf ich eine Sache noch sagen auf Herrn Schreiber. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, was Sie gesagt haben. Ein Land, eine Stadt kann sich verändern. Und ja, viele haben sicherlich, wenn sie an Olympische Spiele in Deutschland denken, 36 im Kopf. Aber wenn ich mir heute Berlin anschaue, Berlin ist ja nicht nur eine inklusive Stadt. Berlin ist eine internationale Stadt. Berlin ist eine vielfältige, eine diverse Stadt. Und Berlin ist richtig gerne Gastgeber von solchen großen Veranstaltungen. Und dass wir deutlich machen dürfen, in den nächsten Tagen, dass sich Berlin verändert hat, von dem Berlin 1936. Das freut mich wahnsinnig. Und dieser Spirit, den ich zurzeit in der Stadt spüre, wissen Sie, direkt vor dem Roten Rathaus ist ein Basketballfeld aufgebaut. Ich will da unbedingt mal ein paar Körbe schmeißen mit den Sportlerinnen und Sportlern. Vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. Aber diesen Spirit, den wir zurzeit in der Stadt spüren, der ist großartig und dafür wirklich mein ganz herzliches Dankeschön, dass diese großartigen Spiele in Berlin stattfinden. Ich war als Gast noch bei den nationalen Spielen vor einem Jahr. Die waren großartig, aber das Internationale jetzt, das passt zu Berlin und deswegen freue ich mich auf die nächsten Tage. Ja, ich glaube, es ist genau das, was eben schon beschrieben worden ist. Es ist ein ganz besonderes Spirit jetzt schon in der Stadt, wenn man geht, die ganzen Volunteer-T-Shirts sieht, die ganzen Athletinnen und Athleten. Für uns als Organisationskomitee kann man nur unterstreichen, nach 4 Jahren Vorbereitung, wie gut es tut, endlich auch alle Athletinnen und Athleten hier in Berlin und in Deutschland zu begrüßen. Und daher glaube ich, werden wir in Berlin etwas ganz Besonderes erleben, miterleben, was auch für so eine Stadt wie Berlin, aber ich will auch unterstreichen, für Deutschland insgesamt etwas Besonderes ist und sein wird. Und das werden wir auch morgen Abend bei der Eröffnungsfeier der Special Olympics World Games Berlin 2023 erleben. Was wird der Neugierige gemacht? Was erwartet uns denn bei der Eröffnungsfeier? Ja, ein bisschen lasse ich die Neugierde noch bestehen, weil es ist natürlich eine große Spannung. Ich glaube, es wird in der Tat ganz hoch emotional. Natürlich steht im Mittelpunkt der Einlauf der Athletinnen und Athleten aus 190 Delegationen. Das ist der Höhepunkt für jeden Sportler und jede Sportlerin, das einmal mitzuerleben. Und weil das Thema 1936 benannt worden ist, haben wir uns damit natürlich auch auseinandergesetzt. Und Sie werden morgen ein riesengroßes Herz sehen im Olympiastadion, unter dem die Athletinnen und Athleten einlaufen. Das ist von einem israelischen Künstler entwickelt und das steht genau dafür, für Freundschaft, für Verbindung, für Einigkeit
Und das wird morgen auch unsere starke Message im Rahmen der Eröffnungsfeier sein. Dann haben wir natürlich die Höhepunkte mit dem Feuer, mit der Flamme, mit dem Eid. Und nachher kommt ja auch noch mal ein bisschen was. Also ich glaube, es wird sehr tragend, sehr pathetisch Elemente sein, sehr emotional. Aber es wird genauso eine große Party werden. Genau dafür stehen die Special Olympics und stehen Berlin. Und das soll morgen bei der Eröffnungsfeier jeder miterleben. Ich glaube, man kann schon sagen, wir hätten uns durchaus eine etwas leichtere Zeit aussuchen können, um so eine große Veranstaltung zu organisieren. Wir haben mit dem Organisationskomitee im März 2020 gestartet und wir alle wissen, was dann passiert ist. Deswegen sind diese Spiele natürlich in der Vorbereitung auch von der Pandemie geprägt gewesen. Wir alle wissen, wie die Situation in der Welt ist und die Auswirkungen. Natürlich haben wir auch Themenfelder wie die Inflation gehabt. Aber ich glaube, was jetzt heute auch wieder deutlich wird, ist, dass es schlussendlich darum geht, diese Herausforderungen auch anzunehmen und abzubauen. Das haben wir, glaube ich, gemeinschaftlich und partnerschaftlich geschafft. Einerseits als Organisationskomitee, gemeinsam mit Special Olympics International, gemeinsam mit dem Präsidium von Special Olympics Deutschland, gemeinsam mit den Volunteers, aber insbesondere auch mit dem Land Berlin, mit dem Bundesministerium des Inneren und all diese Partner. Das ist ein Gemeinschaftswerk. Und jetzt hoffen wir, dass wir die nächsten 10 Tage wirklich gut nutzen können, dass wir nicht mehr über die Herausforderungen sprechen, die hatten wir. Jetzt geht es in den nächsten 10 Tagen eine tolle Veranstaltung zu erleben. Und das haben wir gelernt von unseren Athletinnen und Athleten. Und ich bin mir sicher, dass wir das auch schaffen. Wir müssen versuchen, diesen Spannungsbogen, den wir mit den Weltspielen erreicht haben, in die Zukunft zu tragen. Das ist keine einfache Übung. Denn für manche wird auch mit dem Abschluss der Weltspiele eine Etappe zu Ende gehen und sie werden dann sagen, das war jetzt mal gut, aber jetzt sind andere Prioritäten wieder dran. Also, Tim hat es ja schon gesagt, wir müssen das Storytelling mit den Athletinnen und Athleten müssen wir weiterführen. Und ich meine, es gibt natürlich Herausforderungen, auch im Hinblick auf die Kommunen, auf die Vereine und auf die Politik in allen Ebenen. Und wir brauchen sie alle. Wir brauchen den organisierten Sport in Deutschland. Wir brauchen die Sportvereine, die sich weiter öffnen für unsere Athletinnen und Athleten. Wir brauchen die Fortsetzung von Zusammen inklusiv, der größten Inklusionsbewegung in Deutschland. Das heißt, auch die Landesebene muss sich weiter engagieren. Und wir brauchen die Politik insgesamt. Da gibt es Themen wie Haushalt, Finanzen, Modellprojekte und Gesetzgebung. Und ich will nicht ins Detail gehen, aber wir brauchen auch Veränderungen im Umgang mit den Behindertenverbänden, was das Sportfördergesetz betrifft. Das ist ganz wichtig, um auch in Zukunft entsprechende Mittel generieren zu können. Und ich möchte aber die Gelegenheit benutzen, an dieser Stelle mich wirklich auch ganz, ganz deutlich zu bedanken bei unseren Partnern auf der politischen Ebene. Ich fange an, weil eben hier direkt an meiner Seite mit dem Berliner Abgeordnetenhaus, respektive mit dem Berliner Senat. Die Zusammenarbeit für die Vorbereitung der Weltspiele dauert jetzt schon fast 8 Jahre und hat wirklich eine tolle Entwicklung genommen. Und wir wissen, dass es nicht nur regierende Bürgermeister und Senatorinnen und Senatoren sind, sondern gleichermaßen auch die Mitarbeiter in den Häusern. Ohne Namen zu nennen, möchte ich mich ausdrücklich an die Ebene der Mitarbeitenden wenden, die uns von Anfang an großartig bis heute unterstützt haben. Und das Gleiche gilt auch für das Bundesinnenministerium und für die Gesetzgeber und den Deutschen Bundestag. Wir haben so viel Zustimmung erfahren, also ist es unsere Aufgabe, diese Zustimmung über die Weltspiele weiterzutragen und unsere Erwartungen in dem Sinne zu erfüllen. Ich glaube, wissen Sie, das alles Entscheidende hat ja Frau Krajewski gesagt und ich bin jetzt seit 7 Wochen und einem Tag regierender Bürgermeister von Berlin. Und was ich vom ersten Tag an gespürt habe, ist, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berliner Landesverwaltung für dieses Ereignis brennen. Die brennen nicht nur aus der Sportverwaltung, aus der Sportmetropole für diese Veranstaltung, sondern in allen Häusern. Es gibt eine richtige Begeisterung in Berlin für diese Spiele und diesen Dank, liebe Frau Krajewski, den richte ich gerne den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sportmetropole Berlin aus.
werde direkt die Innensenatorin, die ja gleichzeitig Sportsenatorin ist, die heute leider nicht kann, aber heute Abend dabei sein wird, ist auch genauso begeistert wie ich und wie viele Berlinerinnen und Berliner, ja, ich würde sagen fast alle Berlinerinnen und Berliner, die sich jetzt richtig freuen. Und was können wir tun, ist die Frage. Ich finde es jetzt mal spannend, diesen Ansatz auch nochmal zu erwähnen. Wir müssen Geschichten erzählen. Wir müssen Geschichten erzählen und ich kann Ihnen sagen, Herr Schreiber, Berlin ist immer bereit. Berlin ist immer ready. Gerade wenn es um solche Großereignisse geht, weil Berlin Lust hat, Gastgeber zu sein, genau solcher Großereignisse. Und Berlin kann auch Geschichten erzählen. Berlin ist Geschichte und wir können auch Geschichten erzählen. Aber was ich mir wünschen würde in den nächsten Tagen, dass wir zuhören, dass wir neue Geschichten erleben, neue Geschichten sehen, fühlen, spüren und diese Geschichten dann zusätzlich zu den Geschichten weitergeben, darüber reden. Und dann hat Frau Krajewski gesagt, wichtig ist der nachhaltige Ansatz. Und den wünsche ich mir ja immer bei sportlichen Großereignissen, dass man nicht lange Zeit auf etwas hinwirkt, plant, sich freut, vorbereitet und mit der Abschlussveranstaltung ist es vorbei, sondern dass solche Veranstaltungen über den Tag hinaus wirken. Und deswegen habe ich zu Beginn ja schon gesagt, ich will, dass unsere Sportanlagen, unsere Sporthallen, unsere Sportplätze ja so schnell wie möglich, so gut wie möglich inklusiv werden. Dass wir ein breites Angebot hier haben. Berlin ist die Stadt der Freiheit, Berlin ist die Sportmetropole, die Kulturmetropole, Berlin ist Stadt der sportlichen Großereignisse. Und wenn Berlin in den nächsten Jahren auch noch Stadt der Inklusion wird, dann finde ich das richtig gut. Und wenn das dann der erste Anstoß ist, der letzten 8 Jahre Planung für diese Spiele und wir das in den nächsten 8 Jahren erreichen, dann haben wir was zu erzählen. Eine gute Geschichte, wie ich finde. Für mich ist es, es wird auf jeden Fall ein Moment sein, den man nie wieder vergisst. Das ist bei unseren Athleten, ob jetzt global oder international, wie aber auch wir Athletensprecher und Athletensprecherinnen freuen uns miteinander, die Athleten grüßen zu dürfen, miteinander. Und das ist für uns das Größte, was wir haben können. Wir sind ein Teil von 7000 Athleten. Wir sind da. Und das ist was uns so stark macht. Wir wollen in die Öffentlichkeit, wir wollen, dass wir auch genauso wahrgenommen werden wie jeder andere. Jeder andere soll genauso uns akzeptieren, wie wir sie akzeptieren. Berlin lädt ein zu den Special Olympics World Games. Die weltweit größte Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Infos unter berlin2023.org.